Ohayou gozaimasu. Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind wieder in Japan. Ja, was sonst? Mai, wie geht's dir heute an diesem wunderschönen Tag? Ganz gut? Ja? Ja? Warum redest du nicht? Ja. Mai redet nicht. Mai hat einen Bonbon im Mund. Heute ist die Sonne, es wird etwas wärmer. Es war die letzten Tage noch ein bisschen kalt für Japan eigentlich, um die Jahreszeit. Was? Kaugummi. Kaugummi kaut die Mayu. Ja, wie sie so eine Kaugummi-Frau. Auf jeden Fall, jetzt machen wir uns auf den Weg zu der Postbank. Da werde ich nämlich jetzt auch noch ein Konto eröffnen. Dann habe ich zwei und mit der Postbank kann man wesentlich mehr machen, weil es größer ist, aber da sollte ich eins bekommen. Auch PayPal und sowas, all das kann man mit der Postbank wesentlich besser machen. Das werden wir jetzt machen und dann werden wir nach Namba fahren, Osaka Namba. Und werden dort einen Handyvertrag machen. Und was machen wir noch? Wir müssen einen Anzug für mich kaufen, damit ich hier mein Arbeitsbewerbung und sowas machen kann. Und wir wollen eine Bahnkarte noch kaufen, mit der man einfacher Bahn fahren kann. Pitapa heißt das, ne? Bahnkarte machen wir zu Hause online. Ach so, das kann man online machen. Ja. Ja, dann machen wir das einfach online. Dann braucht man da noch nicht mal irgendwo für ihn. So, sind im Übrigen viele Schatten hier mit Sonne. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt fertig bei der Postbank. Ich konnte ein Postbankkonto eröffnen. Das ist super, ja. Bei Yucho heißt das super. Ich konnte es schön eröffnen. Da ist der Tenchan. Tenchan, hallo und konnichiwa, Tenchan. Konnichiwa. Das ist Mayus mittlerer Bruder. Kann man jetzt, da versteht man das auch nicht, ne? Also der zweitjüngste kleinere Bruder, könnte man so sagen. Oder der zweitälteste, wie man auch will. Und jetzt geht's auf nach Namba. Da wollen wir was essen gehen. Da wollen wir einen Anzug hoffentlich kaufen und da wollen wir einen Handyvertrag machen. Mai, wie fühlst du dich heute? Ist heute schon... Mayu hat Hunger. Mayu hat Hunger, hat noch nichts gegessen. Ich habe nur ein bisschen was gegessen. Schon wieder gleich Mittag, Zeit für Mittagessen und die Sonne ist wunderbar. Wird langsam auch richtig warm. Du musst das sein und so kennt man Japan. Aber guck mal erstmal, was in Namba so geht. Das hier ist jetzt mal so eine japanische Speisekarte und wie ihr seht, es sind immer Bilder dabei. Das heißt, selbst wenn man nicht wirklich Japanisch kann, man kann trotzdem die Speisekarte eigentlich relativ gut lesen. Weil ihr seht, oben steht alles auf Japanisch, aber es sind Bilder dabei und so kann man alles ganz schön machen. Mai, was nimmst du? Ich habe Mittag. Mai nimmt das. Mal gucken, was ich nehme. Und Tenchan? Hm? Was nimmst du? Naisuru? Mal Salatstoro. Weiß er noch nicht. Wir haben jetzt ein Handy gekauft, beziehungsweise ich habe ein neues Handy gekauft, weil mein altes war schon 4 Jahre alt und Mai wollte ihr Handy aus Deutschland benutzen, was aber nicht ging, weil ja, man kann ausländische Handys in Japan nicht immer benutzen, zumindest nicht, wenn man Verträge macht mit den Firmen hier. Da wird aber auch nochmal ein genaues Video zu kommen, was man am besten macht und was man beachten muss, wenn man in Japan ein Handy kaufen möchte oder in Japan auch eben eine Nummer haben möchte, die man ja braucht, wenn man länger in Japan lebt. War auf jeden Fall relativ kompliziert. Wir waren 2 Stunden da. Wir haben 2 Stunden jetzt diese ganzen Vertragsblödsinn gemacht. Wie teuer das war, auch das werde ich euch in einem separaten Video nochmal ganz genau erklären, damit ihr dann einen Überblick habt. Ist relativ teuer im Vergleich zu Deutschland, weil es hier eben diese Free-SIM-Karten nicht gibt, dass man einfach, bei uns ist ja so, du rennst in den Supermarkt und holst dir dann die Supermarkt-Telefonlinie da und fertig. Das funktioniert hier nämlich leider nicht. Ja, aber es hat alles gut geklappt. Das heißt, wir haben ab heute auch Internet in Japan und eine Telefonnummer, was der weitere Schritt ist, um dann eben auch einen Job suchen zu können. Und jetzt essen wir hier gerade, also wir sind gerade beim Restaurant. Ich habe euch ja schon ein bisschen die Speisekarte gezeigt. Sehr, sehr gut wirklich, weil man hat immer die Bilder, man kann alles immer gucken. Und es gibt hier in Japan an den Tischen immer so einen Knopf, auf den man drauf drückt und dann kommt eben der, ja, wie nennt man die Kellner, genau, der Kellner, du weißt schon immer auf Deutsch, wie man das alles nennt, ja. Kommen die Kellnerin oder der Kellner kommt dann, wenn man da drauf drückt, das ist auch sehr praktisch. Und das ist hier Bikkuri Donki heißt der Laden und da zeigen wir euch gleich natürlich auch, was wir Schönes so essen werden. Und Tenchan guckt die ganze Zeit schon von hinten, gucken wir uns mal den Tenchan an, ja. Hier ist der Tenchan. Tenchan, danke, bitte. My name is Kamikura Tensei, nice to meet you. Guten Tag, ganz schnell aus dem Aufzug. Ich wollte schon mal sagen, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe. Ich habe mir ein iPhone 7 geholt und dafür haben wir jetzt eine Schutzhülle geholt. Den Anzug machen wir heute doch nicht mehr, weil es schon so viel Zeit weg und jetzt kommt noch jemand rein und ja.
Boah, der Tag ist schon wieder fast vorbei, das kann man gar nicht glauben. Wir haben jetzt schon wieder fast 5 Uhr. Wir haben gar nicht so viel gemacht. Ja? Hast du eben ein Konto eröffnet, gehst ein Handy kaufen und gehst nochmal ein bisschen rum einkaufen, ist der Tag schon wieder fast vorbei. Ist wirklich, ist unglaublich. Wir waren gerade noch in so einem 390-Yen-Shop, da hat Mario natürlich alles leer gekauft. Es gab so Powerpuff Girls-Sachen, sage ich mal, so kleine Taschen, Handtücher und all sowas. Boah, ist halt hell hier. Sehr hell gerade. Da hat natürlich Mario direkt, ne Mario, hast wieder alles leer gekauft, ne? Beim Powerpuff Girls Shop, ne? Direkt wieder alles leer gekauft. Ja, auf jeden Fall haben wir alles erledigt. Noch mehr, haben, noch mehr, ja. Hat mich gestoppt. Wie, ich hab mich gar nicht gestoppt. Doch. Ich hab gesagt, kauf. Doch. Mayu meinte, nein, ich habe das auf dem Wunschzettel für den Geburtstag geschrieben. Bike. Und wow, Bike. Da kam gerade der Postmann. Im Hintergrund habt ihr dann vielleicht fahren sehen. Er kommt uns entgegen und fährt uns fast um. Hey, Mayu, hast du gesagt, du hast auf die Geburtstagswunschzettel geschrieben und ich soll das kaufen oder so. Ja, aber du kannst mehr kaufen. Auch, also. Ich kann mehr kaufen. Ah, okay. Ja, alles klar. Als draufsteht einfach alles, was es zum Powerpuff Girls gibt. Ja, alles klar. Verstanden. Chugokujin no außerdem? Bakagai. Nein, nein. Ja, das stimmt, ja. Ich bin keine Chinesin. Bruder hat gerade gesagt, Mario hat eingekauft wie eine Chinesin. Also so richtig viel. Auf jeden Fall, wir haben noch jemanden getroffen im Elektromarkt. Da war jemand, der meine Videos guckt. Also falls du zuguckst, hallo. War schön, dich zu treffen. War lustig. Ein Deutschen, der seit 3 Jahren hier in Japan lebt, aber jetzt wieder zurück nach Deutschland geht. Ne? War auch lustig. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, Osaka ist ja jetzt nicht die kleinste Stadt, ne? Aber dass man da jemanden trifft, der die Videos guckt. Ich habe sogar Powerpuff-T-Shirts gekauft. Wir werden euch das vielleicht irgendwann mal zeigen. Nun gut, jetzt müssen wir gleich noch zum Kombini. Ich muss noch Geld abheben und dann wollte ich noch mal in einen anderen Laden gucken, aber dann ist der Tag, wie gesagt, auch schon wieder fast vorbei. Guck mal, was noch so kommt. Mayu kocht jetzt gleich noch. Okonomiyaki gibt's heute. Das kocht Mayu heute. Okonomiyaki. Bin ich mal gespannt, wie das schmecken wird. Aber ich denke, gut, Mayu hat jetzt zu Hause in Deutschland schon mal Okonomiyaki gemacht. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Jetzt sind wir wieder zu Hause, haben alles erledigt. Noch. Ich war gerade noch ein bisschen Geld abheben und habe noch eine Hülle für mein Handy geholt. Und jetzt haben wir alles erledigt am Tag. Wir haben aber auch schon wieder 6 Uhr jetzt. Es geht immer so schnell, wirklich. Ich habe es ja eben schon gesagt. Es geht viel zu schnell. Und wir haben gerade, als ich nach Hause gekommen bin, haben wir gesehen, dass unsere Krankenversicherungskarte da ist. Wir sind ja in die Krankenkasse eingetreten. Muss man in Japan natürlich auch machen. Und da ist jetzt unsere Karte angekommen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas ist, dann können wir einfach zum Arzt gehen. Müssen dann zwar 30% Selbstanteil, also müssen 30% bezahlen, aber der Rest wird dann übernommen von der Versicherung. Wie hoch die Versicherungskosten sind, kann ich euch leider noch nicht sagen, weil wir das selber noch nicht wissen. Das prüfen die irgendwie noch und wir bekommen dann in Mitte des Monats oder so, meinte die Frau, bekommen wir einen Brief, wo dann eben drin steht, wie viel wir zahlen müssen. Sobald ich da Bescheid weiß, sage ich euch das natürlich auch. Heute war aber eigentlich, also das Wetter war super schön, war schon richtig warm heute, war 15 Grad, glaube ich, aber es hat sich angefühlt wie 20. Auf jeden Fall richtig schön warm, super Wetter, haben gut was geschafft heute, wirklich Konto eröffnet, das Handy gekauft, echt 2 Stunden hat das gedauert, es war so lang, und haben alles geschafft. Jetzt kocht Mayu gerade noch, macht Okonomiyaki, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, und dann werden wir mal gucken. Morgen geht es für mich eventuell nach Kyoto, da werde ich nochmal mit einem Freund nach Kyoto gehen. Ob ich da aufnehme, weiß ich noch nicht, mal schauen. Also vielleicht gibt es morgen einen Vlog, vielleicht aber auch noch nicht, müssen wir sehen. Auf jeden Fall, uns geht es sehr gut. Den Jetlag haben wir eigentlich auch so gut wie überstanden, würde ich sagen. Also ich fühle mich jetzt nicht mehr so groß nach Jetlag oder so. Mir geht's gut, körperlich gesehen, auch geistig gesehen bin ich eigentlich fit. Wir sind sehr gut angekommen. Das freut euch vielleicht auch zu hören. Keine Ahnung, ob euch das freut oder nicht. Auf jeden Fall sind wir sehr gut angekommen. Jetzt werden wir mal gucken, was die nächsten Tage noch so bringen. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir dann arbeiten. Ich brauche, wie gesagt, einen Anzug. Das wollen wir die Woche noch machen. Und dann geht es auf Jobsuche. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so funktionieren wird. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Einfach mega aufregend, die ganzen Sachen, die wir machen müssen. Eine Menge kann man wahrscheinlich auch falsch machen und wir werden vielleicht das ein oder andere auch falsch machen, auch wenn wir viel nachgucken und schauen, dass wir alle Leute fragen, die bei den Ämtern arbeiten, die Fragen, die wir haben, dass das ganz genau klar ist, was man wie, wo machen muss. Aber trotzdem gibt es natürlich immer so ein paar Dinge, die man einfach gar nicht wissen kann. Ist wie in Deutschland, da kann man ja auch total viel falsch machen, als Deutscher auch, was Krankenversicherung und sowas angeht. Deswegen müssen wir uns erstmal einfinden. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr weiterhin dabei seid. Ich werde schauen, dass ich morgen eventuell dann mal ein paar Videos aufnehme hier zur Einreise und eben wie wir das mit der Einmeldung gemacht haben, mit den Krankenkassen, Rentenversicherung, was wir da jetzt alles machen mussten am Anfang. Also die ersten Schritte, die man machen muss, wenn man in Japan für längere Zeit lebt, da werde ich mal ein Video zu machen. Und ansonsten, ja, freut es mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch die nächsten Tage und Wochen noch immer weiterhin mit dabei und euch gefallen die Videos hier. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Bis dann, tschüss!